Vielleicht kurz zur Person, wer wir sind, von wo wir kommen und was wir machen. Sam? Ja, also ich bin der Sam mit dem Nickname Viri. Ich bin von Beruf her Erzieher und arbeite im gerontologischen Bereich. Das heißt jetzt spezieller im Dementenbereich. Und ich selbst betitle mich als Cypherpunk. Das ist eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, um die Verschlüsselungsmechanismen an den, sagen wir es mal, einfachen Mann zu bekommen. Und ja, ich bin unter anderem aktiv im Chaos Computer Club Luxemburg und den Freund von der Ön, was so viel auf Deutsch heißt wie die Freunde, ja, die Zwiebelfreunde. Wir setzen uns halt dafür ein, um die Zensur im Internet zu umgehen und ja, besonders was die Tor-Software angeht. Und sonst ja, bin ich noch im VX-Bereich aktiv, ist ein etwas dubioserer Bereich, nennt sich ausgeschrieben Virus Exchange, das heißt, wir tauschen Viren untereinander aus, um dann große Kollektionen ja, aufzubauen. Das ist halt so ein Hobby, so wie Briefmarken sammeln. Ja, zu meiner Webseite, ich habe noch die Webseite Adama Sai, da fehlt noch ein A. Das ist mein persönlicher Blog, da schreibe ich dann über Gott und die Welt. Ansonsten bin ich auch noch auf Twitter aktiv mit dem Nickname Viri. Und wer Lust hat, kann mir auch noch eine Mail auf viri@c3l.lu schicken. Voilà, so viel zu mir. Ja, ich bin der Prometheus oder Jan Gut, also im Internet Prometheus eher. Ja, E-Mail-Adresse steht unten. Twitter ganz normal, Jan Gut. Ich bin auch von der Ausbildung her Erzieher, mache jedoch noch ein Studium in Informatik, bin unter anderem auch ein Meme, vielleicht habt ihr es schon gesehen in Luxemburg. Und ja, auch mit dem Chaos Computer Club aktiv und auch mit den Zwiebelfreunden und habe auch noch ein wenig viel damit zu tun, Hackerspaces in Irland auch mit den Zwiebelfreunden zu vernetzen. Ja, dann kommen wir einfach mal an den Start. Ja, Medienkompetenz, weiter Begriff. Schwierig in einer halben Stunde zu definieren, also sagten wir uns, wir machen einen kleinen Überblick, kleine Übersicht und danach halt eben Diskussion wäre am interessantesten, einfach mal drauf loszuplaudern. Die Medienkompetenz spaltet sich im Grunde genommen in vier Bereiche: die Medienkritik, die Medienkunde, die Mediennutzung und die Mediengestaltung. Wir kommen jetzt auf diese vier Pfeiler zu sprechen und sehen dann, wie sie in Luxemburg vielleicht implementiert sind, beziehungsweise wo es noch an Bedarf ist, sie weiter zu implementieren. Die Partizipationsgarantie soll im Grunde genommen ja nichts anderes heißen, als die Sicherheit teilnehmen zu können. Allerdings gibt es da auch noch Schwierigkeiten in Luxemburg, wenn man sich das jetzt im Bildungsbereich ansieht. Also, was meistens im Raum steht, ist ja die Frage, was ist Medienkompetenz? Besonders in deutschen Medien wird dann oft die Frage gestellt, ja, was ist das denn? Ist Medienkompetenz, wenn ich weiß, wie mein Computer benutzt? Ist das, wenn ich weiß, wie mein Radio benutzt? Oder ist das eben jetzt auch der sichere Umgang mit diesen Medien? Und wie gesagt, wir versuchen dann darauf noch etwas mehr einzugehen. Aber wie Jan schon bereits gesagt hat, das ist ein sehr großes Spektrum an Themen. Und wir versuchen, die ganze Thematik nur anzuschneiden. Ich denke, wer danach noch Fragen hat, der kann sie gerne stellen, aber die halbe Stunde reicht bestimmt nicht, um jetzt alles abzudecken. Außerdem ist die Diskussion sowieso viel interessanter, denke ich. Medienkritik, ja, vielleicht kennt jemand dieses Bild schon mal gesehen? Ja, okay, super. Okay, ja. Geht eben genau da hervor. Also die Medien zeigen uns ja dann irgendwie so ein Bild von irgendetwas, was weiß ich, vier Soldaten mit einem Gewehr und ja, okay, super, da ist Krieg. Ja, nee, vielleicht war das ja auch eine ganz andere Situation. Und da möchten wir eben gerne darauf aufmerksam machen, dass das Verständnis der Medien sehr wichtig ist. Und diese ist es an die Kinder und an die Jugendlichen heranzubringen. Und somit stellen die Medien halt eben auch den vierten Pfeiler der Demokratie dar, wenn man sich anschaut, neben der Exekutive, neben der Justiz, neben der Regierung. Und da geht auch die skeptische Herangehensweise an die Sachen. Oft wird ja einfach nur gesagt, ja, schau dir mal die Nachrichten an, damit du weißt, was in der Welt läuft. Aber wenn ich Spiegel lese, habe ich was anderes bei Le Monde gelesen und wiederum etwas anderes bei der New York Times und noch etwas anderes bei einem anderen. Also jeder hat so seine eigene Interpretation. Und deshalb wäre es auch wichtig, um Medienkritik richtig vermitteln zu können, auch den Kindern und Jugendlichen in einem Medienkompetenzunterricht beispielsweise
verschiedene Alternativen zu zeigen und sich nicht nur mit einer Quelle zufriedenzustellen. Das ist auch ein lang andauernder Prozess, das heißt, das geschieht nicht von heute auf morgen. Da wurden beispielsweise Studien und Experimente durchgeführt von einem Pädagogen Salomon, der dann das versucht, beispielsweise kritisches Fernsehen zu schauen mit Kindern und Jugendlichen. Und das Experiment hat dann auch gezeigt, dass es funktioniert, aber nur über 14 Tage. Und danach war wieder alles vergessen. Das heißt, wenn man sich eine medienkritische Gesellschaft heranerziehen möchte, dann muss man dies thematisieren, und zwar auf der alltäglichen Basis, und die Kinder und Jugendlichen immer daran erinnern. Jedoch auch ältere Personen, also auch Erwachsene. Diese sind nicht zu vergessen, allerdings kommen wir noch auf diese zu sprechen. Ja, und das Ganze wird dann auch mit der Fähigkeit der Kritik einhergehen. Vielleicht nur mal für diejenigen, die das Bild jetzt nicht kennen, da steht ja jetzt Ceci ne pas une Bible. Und jetzt würde aber eigentlich Otto Normalverbraucher sagen, natürlich ist das eine Pfeife. Aber das ist keine Pfeife, das ist nur ein Abbild von einer Pfeife. Und das symbolisiert eigentlich die Macht von den Medien, denn die Medien schaffen unsere Realität. Und es ist an uns, für unsere Realität selbst zu bestimmen. Das heißt, wie Jan eben vorhin schon gesagt hat, es reicht nicht, wenn wir nur zum Beispiel Tageblatt lesen. Nein, wir sollten uns auch noch andere Medien anschauen. Alles im Fernsehen, Radio, Zeitung. Man sollte eigentlich alle Informationen, die man bekommen kann, sollte man sich zusammensuchen, um sich dann selber ein Bild zu kreieren. Okay, Medienkunde. Ist interessant, wenn man jetzt beispielsweise Kindern und Jugendlichen sagt, hey, jetzt arbeiten wir das Thema Titanic auf. Okay, Google, Titanic, Wikipedia, das war's. Wir haben alle Fakten. Dem ist leider aber nicht so. Wikipedia ist cool, Wikipedia ist super, ich bin auch ein Unterstützer davon, leider aber immer auch nicht komplett auf jeden Punkt. Denn so ist es auch nicht mit anderen Enzyklopädien. Also wären wir wieder vom vorher beim Punkt von der Kritik. Um ausführliche Kritik ausüben zu können, müssen wir zuerst einmal die Medienkunde richtig beherrschen. Also wir müssen wissen, wo wir die Informationen finden, wann wir genügend Informationen haben, beziehungsweise welche Quellen trustworthy sind und welche eher nicht. Und da wäre Google definitiv ein gutes Beispiel, denn jeder benutzt es. Und Google ist auch in unserem Medienalltag verankert, denn jeden Tag benutzt jeder von uns Google. Und alles, was auf der ersten Seite erscheint, ist gefundenes Fressen. Klick und wir haben die Info. Aber hinter Google, hinter der ersten Seite, kommen noch ein paar hundert Seiten. Und da steht auch sehr viel interessantes Material und sehr interessanterweise auch Blogs und Webseiten von politischen Richtungen, die in verschiedenen Ländern nicht so gerne angesehen sind, beziehungsweise die Google jetzt nicht so mag, dann kommen die zufälligerweise erst auf der 10. Seite. Allerdings technisch gesehen dürfte das nicht vorkommen, und das ist eines der großen Geheimnisse, die Google auch beherbergt. Um vielleicht nur noch mal bildlich darzustellen, welche Macht Google besitzt, es ist seit ein oder zwei Jahren gibt es das Wort Google offiziell im Duden. Das heißt, da sieht man schon einfach nur den Verlauf der Zeit, wie Google dann einfach an Macht gewinnt und wie das dann in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht. Und das sollte man kritisch sehen, denn wie gesagt, es gibt ja neben Google noch andere Suchmaschinen oder nehmen wir auch nur Bücher oder Radio. Also es gibt ja noch ganz andere Medien, die man benutzen kann, um Informationen zu sammeln. Ja, und um halt eine konstruktive und ausführliche Medienkompetenz zu haben, gehört halt dann eben auch, wo finde ich die Informationen dazu? Ja, jetzt wird ein wenig ausführlicher. Wir werden das ganze Modell jetzt nicht erklären, aber das ist der Nutzenansatz. Und der erklärt halt eben, das ist eine Theorie von vielen, wie Medien auf die einzelne Person wirken. Jugendliche, Kinder, Erwachsene, wer auch immer. Die Grundlage oder ein Resümee ist ganz einfach, dass es immer die Lebenslage, die Problemlage, das soziale Umfeld, das spielt alles eine Rolle in Kombination. Und all das hat einen Einfluss auf das Ergebnis. Das heißt, praktisches Beispiel, was sehr gerne genommen wird, Ballerspiele machen
Amokläufer. Punkt. Google sagt, ist richtig. Nee, ist es nicht. Das ist beispielsweise eine Theorie, die das widerlegt. Und das ist auch etwas, was in der Medienkompetenz, wenn man es jetzt als Unterricht sehen möchte, beispielsweise im Bildungssystem, müsste ein solches Modell jeden Tag eingesetzt werden. Das heißt, analysieren, von wo die Jugendlichen bzw. die Kinder kommen, also die Adressaten im Allgemeinen, was ihre Lebenslage ist, wo ihre schwierigen Punkte liegen, was sie gut können, was sie nicht so gut können, differenzieren und dann auf die einzelnen Punkte hinarbeiten. Und das ist etwas, was wir in Luxemburg gesehen haben, was nicht gut funktioniert, denn wir haben einen Medienkompetenzenunterricht haben wir sowieso nicht. Und wenn wir sowas haben, dann heißt das irgendwie Informatik appliqué, mit dem Begriff kann ich bis heute noch nichts anfangen. Da wird man auch irgendwie nur gelernt, wie man Windows startet, wie man es neu startet und wie man es zum Fenster rausschmeißt, wenn es hängen bleibt. Und das geht irgendwie alles verloren. Das heißt, wir erziehen uns gerade jetzt Jugendliche heran, die eine Medienkompetenz gleich null haben, irgendwie nur wie sie Word benutzen, und diese geben das dann wieder an die Kinder weiter. Und das ist sehr schlecht für die Zukünftigen. Das heißt, es wäre gut, einen solchen Nutzenansatz zu haben, der genau analysiert hat über ein paar Jahre, wie es funktioniert, wo die Probleme liegen und wie man es dann ausarbeiten kann. Ja, also da sieht man eigentlich auch ganz schön, wie sehr der Staat und die Schulen eigentlich noch im Thema Medienkritik und Medienkompetenz hinterherhinken. Es ist eigentlich die Aufgabe des Staates und der Schule, den Leuten kritisches Denken und die korrekte Mediennutzung respektive die Medienkompetenz beizubringen. Und wenn der Staat das selbst noch nicht mal richtig begreift, dann haben wir da wirklich ein erstes Problem, was sich vielleicht erst in einigen Jahren zeigen wird, wenn zum Beispiel jetzt die nächste Generation an der Macht wäre. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, das sehr wichtig ist, wo es noch sehr viel Aufholbedarf seitens der Regierung, wo da noch sehr viel Bedarf besteht, um das noch aufzuholen, um da noch irgendwie Fähigkeiten zur Medienkompetenz, auch das allgemeine Verständnis nochmal den Leuten beizubringen. Aber wie Jan auch vorhin schon gesagt hatte, es reicht nicht nur Kinder, junge Erwachsene und Jugendliche Medienkompetenz beizubringen, wir dürfen unsere älteren Mitmenschen natürlich nicht außen vor lassen. Das heißt, Medienkompetenz bei älteren Leuten ist auch noch sehr wichtig, denn wir können diese nicht einfach links liegen lassen und dann wäre die Partizipationsgarantie für diese Leute nicht mehr garantiert. Um beispielsweise jetzt den Nutzenansatz bzw. die Mediennutzung im Allgemeinen in unserem alltäglichen Leben fest zu integrieren, wäre beispielsweise ein Beispiel: Wir haben jetzt einen kleineren Bruder oder, keine Ahnung, der Nachbar kommt vorbei und der hat jetzt ein Problem, und anstelle, dass wir da jetzt großes technisches Blabla erklären, wie das jetzt funktioniert, müssen wir uns vielleicht auch als Nicht-Pädagoge, Nicht-Erzieher und wer auch immer an der Lebenslage dieser Person orientieren und anhand von diesen Beispielen, dem dann auch Beispiele zu nennen, damit er eine Verbindung herschaffen kann. Und das heißt, der Nutzenansatz ist sehr wichtig und der sollte im besten Fall jeden Tag ständig in jedem Leben vorkommen und jeder sollte mit so einem fungieren. Ob das jetzt dieser ist oder ein anderer, das ist egal. Hauptsache, es kommt auf das Gleiche hinaus. Willst du jemanden? Ja, Mediengestaltung halt. Der letzte Punkt von der Medienkompetenz, wie sie halt definiert worden ist, ist, wie gebe ich jetzt eine Information wieder zurück? Früher, vor einem Jahr in der Schule, hatte ich noch solche Texte, Blocksatz, so, lernen jetzt. Ich bin seit dem 8. Lebensjahr im Internet aktiv, also habe ich echt das Problem mit solchen Texten. Also bin ich einer davon, der sich einfach nur stichworthaltig alles raussucht und dann ist es okay, ich muss den Zusammensatz nur mit Wörtern machen. Und so geht das vielen von den Digital Natives, so wie wir genannt werden. Und da ist beispielsweise so eine Tech Cloud sehr interessant. Mit einer Tech Cloud, das ist eine andere Art, Informationen wiederzugeben. Und so könnte man beispielsweise auch in einem Medienkompetenzunterricht beziehungsweise im alltäglichen Leben arbeiten. Wieso müssen Flyer beispielsweise immer mit ein wenig Text sein und dann wieder noch ein Bild? Warum nicht einfach nur in der Tech Cloud mit den wichtigsten Begriffen? Da sparen wir uns Tinte und Blatt Papier und haben die wichtigsten Informationen sofort parat und jeder weiß, worum es geht. Das ist jetzt beispielsweise
Die Tech Cloud vom Internet, also die wichtigsten Begriffe vom Internet vor ein paar Jahren. Diese wurde generiert von der Wikipedia, ich glaube, das war 2008 oder 2009. Also da sieht man, Web 2.0 war das Hauptthema und dann stürmen die Begriffe rundherum. Und solche Beispiele gibt es jetzt viele, beispielsweise auch die Webseiten. Wieso muss eine Webseite von einer Schule oder von einer Regierung, von einem Staat immer nur auf einer Sprache sein und so organisiert sein, dass man Informationen nicht finden kann? Okay, sie sind so organisiert, dass man sie nicht finden kann, denn sonst könnte man Kritik ausüben. Haben wir jetzt auch herausgefunden. Aber wäre idealerweise, mit vielen verschiedenen Layers zu arbeiten, mit vielen Bildern und eher so in kurzen Begriffen als lange Texte. Ich glaube, ein schönes Ergebnis dieser, nennen wir es mal, Evolution im Internet ist einfach jetzt die Seite Twitter. Kennt vielleicht der eine oder andere, da hat man jetzt 140 Zeichen Platz, nenne ich es jetzt mal, um einfach das kundzutun, was man kundtun will. Das heißt, das war eigentlich eine Weiterentwicklung von den Blogs, wo man dann vielleicht noch ellenlange Texte geschrieben hat. Da waren zwar alle Informationen drin, aber wer hat in der heutigen Zeit überhaupt noch Zeit, um irgendwie sehr viel zu lesen? Und deshalb ist Twitter da eigentlich, ja, ist das Paradebeispiel dafür, dass man eigentlich auch alle Informationen, die benötigt werden, in zum Beispiel 140 Zeichen packen kann. Und wie gesagt, Twitter ist das beste Beispiel dafür, dass das Internet sich immer weiterentwickelt und dass auch die Mediennutzung sich auch ständig weiterentwickelt. Und für jeder, der sich interessiert oder der sich in Resümees einarbeiten möchte, Text lesen und versuchen, das Wichtigste aus dem Text in 140 Zeichen zu setzen. Und Leadspeak ist sehr wohl erlaubt, also eine sehr gute Übung. So, dann kommen wir zu Partizipationsgarantie, sorry. Ja, da steht jetzt, für die, die es nicht so gut lesen können, zum Ziele einer gerechten Auslese lautet die Prüfungsaufgabe für Sie alle gleich, klettern Sie auf den Baum. Ist auch ein Pädagoge, der das gezeichnet hat und soll eben halt darstellen, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Wir haben ein Ziel, eine Aufgabenstellung, so, do it, ohne auf irgendetwas einzugehen von der Person. Und so sieht im Moment unser, also zumindest das luxemburgische Schulsystem aus und die ganze Gesellschaft funktioniert irgendwie nach diesem Prinzip, bis auf verschiedene Teile. Und ja, weshalb, was wäre jetzt da besser zu machen? Das wäre dann beispielsweise, ja, für den Elefanten eine andere Aufgabenstellung zu finden, wo das Ziel aber das gleiche bleibt. Und das würden wir uns dann halt eben auch wünschen, um eine Partizipation zu garantieren. Beispielsweise Partizipationsgarantie durch die Differenzierung. Das heißt, auf den Einzelnen einzugehen, auf seine Lage einzugehen, diese zu analysieren und dann die Aufgabenstellung an den Adressaten, also Adressaten jetzt im Sinn von Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen und älteren Personen. Mediale Monopolstellung? Ja, ich habe noch den Punkt mediale Monopolstellung verhindern dazugefügt, denn das gehört eigentlich auch dazu. Das zeigt sich sehr gut hier im Luxemburger System. Wir haben ja hier Monopolstellung von zum Beispiel RTL, wo dann an den Anfangsjahren gab es sonst nichts. Es gab nur RTL und es gab dann noch die verschiedenen Zeitungen wie Escher Tageblatt und so weiter, aber wir haben immer das Problem mit der Monopolstellung. So gibt's, so wie Microsoft auch immer das Monopol hatte, hatte hier oder hat hier noch immer RTL das Monopol. Das verhindert eigentlich ein ordentliches Erlernen von Medienkompetenz. Denn wenn wir nur eine Quelle haben, von der wir Informationen bekommen können, dann ist das, also, ja, wie soll ich das sagen? Machtverhältnisse stimmen. Ja, nee, das ist, die Informationen sind immer subjektiv. Wenn nur einer sagt, so und so ist es gelaufen, so und so hat es zu laufen, dann ist das alles nur subjektiv und man gibt eigentlich den Einwohnern keine Möglichkeit, sich anderswo selbst noch zu informieren, wenn da es eben nur die Monopolstellung von RTL gibt. Im Laufe der Zeit hat sich das in Luxemburg etwas gewandelt. Wir haben jetzt einen kleinen Trend an anderen Medien, die jetzt so langsam aufkommen, anderen Zeitungen, die auch noch kritischer denken und schreiben können, wie jetzt zum Beispiel RTL oder Wort oder Tageblatt.
Und das gilt es weiterhin noch zu fördern. Denn schauen wir uns nur mal zum Beispiel Deutschland an oder andere Nachbarländer, da gibt es ja Hunderte, wenn nicht Tausende von Zeitungen, Internetseiten, die sich um Politik kümmern. Und diese ganze Kultur gibt es in Luxemburg noch nicht wirklich. Die Kultur, die wir brauchen, steckt hier noch in den Kinderschuhen. Und es ist eben unsere Aufgabe, das weiter zu fördern, um eben so eine Monopolstellung zu verhindern. Und meiner Meinung nach muss der Staat sowas auch garantieren. Der Staat kann nicht tolerieren, dass es zum Beispiel jetzt nur eine Medienanstalt für das ganze Land gibt. Der Staat müsste noch andere Medien fördern. Auch private Blogger würden darunter fallen, beispielsweise. Denn diese werden leider oft vergessen. Oder auch Leute, die auf Twitter aktiv sind, beziehungsweise viele andere Services, wo kurzerhand Informationen nur verbreitet werden. Also da wäre ein Support gewünscht. Ehe wir zum nächsten Punkt kommen, also das wären dann jetzt die vier Pfeiler gewesen von der Medienkompetenz mit der Partizipationsgarantie. Das wäre halt im Idealfall, wie das aussehen könnte, würde. Allerdings haben wir dann ein Thema vergessen, das wird jetzt kommen. Und das wäre das Handwerk, das Werkzeug, was wir jeden Tag benutzen. Laptop, Software, Browser, E-Mail und Co. Wer hat Windows zu Hause? Hand in die Höhe. Ja, sehen Sie, okay. Das ist ein Problem. Wer hat Apple? Wer hat Apple? Apple Devices, MacBook, Fu. Okay, ja, muss ich auch leider. Okay, gut. Wer hat Linux? Super. Okay, dann wären wir bei der Free Libre Open Source Software gelandet. Also das heißt, wenn wir weiterhin so machen, wie wir es jetzt machen, wird unser Bildungssystem definitiv nicht besser. Ich konnte in unserem jährlichen, wie sagt man das auf Deutsch, Staatshaushaltsbericht nicht finden, wie viel Geld an Microsoft geflossen ist, da es nicht genau dokumentiert ist, oder an Apple oder wer auch immer. Allerdings sind das Summen, die wahrscheinlich in die Hunderttausende, wenn nicht sogar in die Millionen gehen. Denn das Luxemburger Schulministerium und Hochschulministerium hat Verträge mit Microsoft und Microsoft only. Das heißt Windows Microsoft und Office Microsoft und Bluescreen Microsoft sind jeden Tag an der Tagesordnung und wir pushen sehr viele Gelder da rein. Und von der Partizipationsgarantie ist keine Rede mehr. Denn wenn ich mich jetzt an ein Beispiel erinnere, in wie ich auf Asien war, ging dann durch die Klasse, so, jetzt packt dann jeder seinen Laptop zu Hause aus und öffnet das Word-Dokument, wenn die zu Hause sind. Drei Hände in die Höhe. Na, ich habe kein Word zu Hause. Wir haben nicht die Möglichkeiten, uns dies zu leisten. Ja, dann Cracks halt. Ja, Internet haben wir auch noch nicht. Ja, wo lebst du denn? Okay, das ist für mich keine Partizipationsgarantie. Gehen wir jetzt vom Idealfall aus, jeder hätte Internet zu Hause, dann müsste jeder sich noch im Idealfall für 120 Euro oder so diese Software von Microsoft kaufen, um Office zu haben und dann auch noch Windows. So, das wären jetzt vielleicht 200, 220 Euro. Das ist vielleicht nicht zu bezahlen. Da, wo ich arbeite, mit diesen Kindern und Jugendlichen, können die Familien sich das nicht leisten. Somit geht die Partizipationsgarantie verloren. Free Software macht es möglich, denn diese ermöglicht es uns, kostenlos Software zu nutzen, meistens, die ist zu 90% kostenlos, Linux, Firefox, LibreOffice, Thunderbird, all das ist freie Software, wird frei programmiert von freien Programmierern, ohne Regelungen, ohne Gesetze, ohne irgendwas, einfach nur drauf losprogrammiert und wird frei ins Internet gestellt. Und das ist eine Möglichkeit, die ausgenutzt werden sollte. Erstens bietet das die Möglichkeit, jedem das Internet so zu nutzen, wie es genutzt werden sollte. Jeder kann im Web surfen, frei mit Firefox. Jeder kann einen Text schreiben im LibreOffice. Jeder kann eine Präsentation machen. Diese Präsentation ist auch mit LibreOffice gemacht. Jeder hat die Möglichkeit. Da geht es schon an mit der Partizipationsgarantie. Und diese ist nicht garantiert. Also sind schon nicht alle Schüler und alle Studenten gleich in diesem Land. So, dann kommt der Haushalt dazu. Wir verpfeifen dann an, wie Sam vorhin sagte, an eine monopolistische Firma, Hunderttausende von Euro. Diese könnten wir uns einsperren und beispielsweise in eine freie Dokumentation investieren. Warum haben wir Bücher mit Copyright? Das kostet den Staat sehr viel Geld und somit ist dieses Geld unterm Strich verloren bei den
Institutionen, es können keine guten Computer gekauft werden, man kann nicht an Ausflüge gehen, die man gerne machen möchte. Dieses Geld könnte man sich so einsparen. Außerdem wäre es auch wichtig für die Philosophie und die ethischen und moralischen Aspekte einfach, die Jugendlichen und Kinder, die jetzt kommen, darauf aufmerksam zu machen, hey, es funktioniert, es gibt eine ideale Welt, in der wir Sachen teilen können, ohne zu stehlen und in der jeder etwas davon hat, denn die Open Source Community funktioniert jetzt seit 25 Jahren und mehr mit diesem Prinzip und wir sind alle Teil davon und es funktioniert, denn jeder benutzt Firefox oder der große Teil und jeder hat schon mal Thunderbird oder so benutzt. Das funktioniert sehr gut. Und das ist, wie gesagt, auch meistens kostenlos. Und dann der andere Teil ist, wie da auf der Wand steht, Edward Snowden, Bradley Manning, Julian Assange, diese benutzen das auch alles, nicht nur, weil es frei ist, sondern weil es auch sicher ist. Es passt zum größten Teil auf den Datenschutz auf der Bürger und der Nutzer, was auch wiederum bei Microsoft und Co. sehr oft verloren geht. Ja. Außerdem halten sich Open-Source-Projekte, sagen wir jetzt mal, zu 99% an offene Standards. Das heißt, dass jeder andere freie Programmierer eigentlich einen Code-Teil übernehmen kann und in sein Projekt einfügen kann. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Microsoft oder auch Apple, die halten sich nicht immer an Standards. Das heißt, die verhindern eigentlich, ja, dass die Open-Source-Community sich noch weiter ausbilden kann, denn die überfluten den Markt dann mit Programmen, welche nicht frei sind und welche sich nicht an Standards halten. Und wenn wir jetzt so einen Staat haben wie Luxemburg, der ein Abkommen mit Microsoft hat und nur dessen Programme nutzen darf, ja, dann ist da gar keine Möglichkeit, damit sich die Open-Source-Community da irgendwie etablieren kann und um jeden eine Partizipation im Lande zu ermöglichen. Das heißt, die ganze Bewegung, Open-Source-Bewegung ist sehr wichtig, was Partizipation angeht und auch wie wir vorhin schon gesagt haben, gilt es weiterhin, eine Monopolstellung von verschiedenen Firmen zu verhindern. Genau. Ja, okay, offene Standards. Ja, genau, also offene Standards haben wir jetzt eigentlich schon mal angeschnitten. Wie vorher Jan schon gesagt hat, Firefox ist eigentlich eine Alternative zum Internet Explorer. Kennen wohl die meisten, die Microsoft benutzen, also der Internetbrowser. LibreOffice, die Alternative zu Microsoft Office. GIMP, ja, Alternative zu Photoshop. XMPP oder Jabber, wie es sonst genannt wird, das ist einfach ein offener Standard, um miteinander zu reden, das ist ein Chat-Protokoll. Wie gesagt, da gibt es auch noch von Microsoft Sachen, es gibt ja auch noch ICQ, den MSN Messenger, das sind alles proprietäre Protokolle, die, da hat man eigentlich keine Einsicht, was damit passiert und da kann man eigentlich nicht aktiv mitwirken an der Weiterentwicklung. Wie Jan vorhin schon gesagt habe, wir müssen eigentlich versuchen, dass wenigstens die Schulen freies und offenes Lernmaterial bekommen. Sei es jetzt Linux-Distributionen, um erstens mal Geld zu sparen und zweitens mal offene Standards zu respektieren. Das heißt, also auch um eine kritischere, kritischere Generation zu erziehen, sage ich jetzt mal, kann man die Open Source Gedanken, offene Standards eigentlich nicht außen vor lassen. Und deshalb ist es sehr wichtig, freies und offenes Lernmaterial wenigstens in den Schulen anzubieten. Open Access ist auch noch ein Punkt, der sehr interessant ist für beispielsweise sämtliche Studenten hauptsächlich, denn Open Access bietet den Access auf sämtliche Informationen von Wissenschaften, aber frei. Das heißt, sie können frei genutzt werden, sowohl von, ich downloade sie, aber genauso wie ich gebe mein Wissen weiter, ich teile etwas mit einer Institution und das gehört für uns auch zur Medienkompetenz definitiv dazu. Denn wenn man jetzt einen Closed Access hat, dann kann man nichts teilen. Ich kann weder downloaden, noch kann ich uploaden. Ich kann nicht meinen Point of View vielleicht mit den anderen teilen. Und das wäre auch deshalb noch ein wichtiger Punkt. Und ja, wie man auf dem Bild sehen kann, ich glaube, jeder benutzt von uns auch mal Feuer oder hat es mal benutzt und wir wurden ja auch nicht verklagt. Denn das hat auch kein Copyright. Also
Somit nur mal kurz die Copyright-Nacht von heute Abend an. Also geschnitten. Copyrights können in dem Sinne eigentlich auch Entwicklungshemmer sein, wenn, man, wenn man jetzt den Gedanken weiterdenkt. Ja, dann kommen wir zu Old School vs. also versus Digital Natives. Und das wäre dann der Punkt von wegen Erwachsene bzw. ältere Generationen. Diese dürfen nicht vergessen werden. Denn ganz oft, wenn ich dann zu Hause sitze und erzähle was von vom Edward oder vom Bradley oder vom Julian, dann geht es so, ja, schön. Und nun, nächstes Thema. Die können gar nichts damit anfangen. Nicht, da sie nicht wollen oder da sie nicht möchten oder es nicht interessiert, sondern weil sie einfach keine genaue Referenz dazu haben. Und das wäre auch wiederum Teil von der Medienkompetenz. Das heißt, das Internet ist Teil von der Gesellschaft, ist Teil von unseren Medien. Jeder benutzt es jeden Tag. Also muss man sich auch mit diesen Punkten auseinandersetzen und muss dann auch überlegen, wie man halt eben die ältere Generation und die Erwachsenen wiederum mit in dieses Thema einbindet, so dass sie auch interessiert sind. Beispielsweise durch vielleicht Kurse in verschiedenen Gemeinden. Wir als Chaos Computer Club haben jetzt 2 Kurse am Start im Oktober, wo wir einmal auf die Sicherheit von Wireless-Geräten eingehen und ein zweites, wo wir erklären, mit freien Standards und freier Software Webseiten, Blogs aufzusetzen. Also nichts Großes, aber halt in unserer lokalen Gemeinde, wo wir halt tätig sind in den Straßen, können diese Kurse belegt werden. Und das jetzt nicht nur von Bürgern in den Straßen, sondern auch von Frankreich, Belgien und Deutschland. Und solche Initiativen müssten mehr kommen. Also der Fokus liegt jetzt hier bei diesen eher, wie gesagt, auf erwachsenen Personen bzw. ältere Personen, die halt an Internet interessiert sind und um diese einfach heranzuziehen und denen auch dann somit diese Sachen mit auf den Weg zu geben. Willst du mal? Ja, Medienkompetenz auch für Erwachsene. Ich greife da jetzt etwas weiter vor. Wie ich jetzt schon in der Einleitung von mir selbst gesagt habe, ich arbeite ja im gerontologischen, gerontologischen Bereich und speziell im Dementenbereich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Laptop nehme und sage, hier, Frau Yüzi Greg, gehen Sie mal auf FDLLU und dann schauen Sie mal, was es da Neues gibt. Dann wird Timmy sagen, hast du sie noch alle? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Da sehen wir einfach schon einmal das Problem, A, Medienkompetenz für ältere Leute blieb auf der Strecke. B, ist es im Moment so, sehe ich einen Trend, dass wirklich alles virtualisiert wird und man braucht verschiedene Programme oder Clients oder Hardware, um überhaupt irgendwas nutzen zu können. Und wenn wir dann gehen nämlich, also nach und nach, gehen dann die Alternativen flöten. So wie Radio ist eigentlich schon ein bedrohtes Medium. Trotzdem ist Radio etwas, was ältere Leute, Menschen eigentlich noch von früher kennen. Das heißt, das ist etwas, mit dem sie etwas anfangen können. Und wenn wir jetzt, wenn die Entwicklung jetzt so weitergeht, dass wir erst nur noch Informationen über den Laptop zu uns nehmen können und Bücher gar nicht mehr existieren und durch irgendwas anderes ersetzt werden, dann bleiben eigentlich die Leute auf der Strecke, die das eigentlich noch gar nicht kennen. Und so kann es natürlich auch nicht sein. Ich glaube, da ist noch großer Bedarf, um irgendwie die Partizipation bei diesen Leuten zu garantieren. Und deshalb müssen wir auch Alternativen noch fördern oder wenigstens beibehalten. Es wäre jetzt zum Beispiel sehr, sehr schade, wenn zum Beispiel das Buch aussterben würde. Denn wenn ich meinen Leuten irgendwie ein E-Book wieder in die Hand drücke, dann die wissen nicht, damit anzufangen. Aber ein gutes altes Buch, wo man Seiten umschlägt und wo sie dann selber lesen können oder eine Zeitung zum Beispiel, ja, damit werden die noch fertig. Die wissen, was das ist, die kennen das von früher. Es ist einfach zu bedienen. Wohingegen ein E-Book-Reader oder ein Laptop, wenn man nicht wirklich damit aufgewachsen ist oder wenn man einfach so ein Quereinsteiger ist, ist das gar nicht mal so leicht, um sowas überhaupt zu lernen. Erstens mal, wie bedient man das und was muss man aufpassen und wie komme ich dann noch an meine Informationsquellen. Das heißt, die Alternativen, die müssen wir auch noch fördern, müssen wir beibehalten. Ich würde sagen, das Buch, Radio, die, nennen wir es mal, die älteren Medien dürfen nicht aussterben. Und zwar einfach nur, um die Partizipationsgarantie bei älteren Leuten auch noch zu gewährleisten. Da wären wir dann wiederum auch bei der Medienkunde, denn zu der Medienkunde gehört auch das freie Kursmaterial. Beispielsweise jetzt machen wir ja dann die Kurse und das Kursmaterial, was wir verwenden, haben wir selbst geschrieben, beziehungsweise
zusammengetragen und das ist alles frei. Das heißt, da ist kein Copyright drauf, das ist Copyleft. Wenn jetzt den, ich weiß nicht, in Ettelbrück auch jemand die gleiche Idee hat, kann er unser Kursmaterial verwenden. Wenn jetzt das jemand in Deutschland tun möchte, kann er es auch tun. Und so sollte das Kursmaterial auch im schulischen Bereich gestaltet sein. Freies Kursmaterial, was unter keinem Copyright steht, was jeder kann weltweit benutzen, damit wir einfach weiterkommen, wie Viri vorhin sagte, damit wir der Copyright halt eher eindämmend anstelle von kreativ fördernd ist. Dann kommen wir zu den Digital Natives. Also das wären ja dann wir irgendwie, vielleicht irgendwo. Ja, wir haben halt eben ein gutes Verständnis mit der Anwendung. Also wir, wie wir es machen. Also ich weiß jetzt, wo der Button ist, wo es on und off geht. Und wenn es dann weitergeht, dann habe ich keine Ahnung mehr. So sieht es im Moment aus mit den Digital Natives. Also die wissen, wie man es bedient, aber wissen nicht, wie es dahinter funktioniert, beziehungsweise was sie damit alles anstellen können, beziehungsweise noch schlimmer, sie benutzen es nur für das, als welches sie es verkauft bekommen haben. Sie haben ein Telefon, damit können sie nur anrufen. Dass das Telefon auch noch kann Flugzeuge steuern oder es kann auch noch Wetterstationen steuern oder Gott weiß was, dann das wird gar nicht erwähnt. Damit der Geist der Kreativität wieder aufwächst, also das Hacken, wäre es auch wiederum an einer Medienkompetenz, das hervorzubringen. Und eine Medienkompetenz hat eben das Ziel, dieses zu fördern. Denn die Jugendlichen und Kinder sind heutzutage auch sehr gutgläubig, beispielsweise Facebook. Ja, Facebook, da ist ein toller Chat drauf und jeder chattet über Facebook und alles wird gelockt von Facebook, von Prism, von den Engländern und vielleicht auch noch ein wenig dem BND. Hey, super, ich habe überall ein Backup von meinen Archiven liegen. Na super. Das heißt, die Gutgläubigkeit, die muss verloren gehen. Dann wären wir wieder bei der Medienkritik von der Medienkompetenz. Wir müssen in einem Medienkompetenzenunterricht beziehungsweise in unserem Alltag nicht müde werden, immer wiederum darauf aufmerksam zu machen, dass es große Konzerne sind, die absolut nicht immer unser Bestes im Kopf haben und dass es Alternativen sind, die es gibt, beispielsweise XMPP, also Jabber zum Chatten, was wir wiederum in der Schule gelernt haben könnten, wenn wir freie Software einsetzen würden. Also da, das ist wirklich so ein Teufelskreis, ein Kreis halt eben. Und wir müssen jetzt endlich mal aus dem Teufelskreis raus und in den Medienkompetenzkreis rein, um all dies zu starten und dann unsere Zukunft so zu erziehen und so zu erlernen, dass sie wissen, mit diesen Sachen umzugehen. Ja, also den Digital Natives gebührt eigentlich auch noch eine andere Aufgabe. Und zwar, ich habe ja vorhin gesagt, es ist ja eigentlich am Start, Medienkompetenz bei den Leuten zu fördern und überhaupt mal zu ermöglichen. Aber auch die Digital Natives, eigentlich jeder von uns, der irgendwie weiß, wie man mit einem Laptop arbeitet oder wie man kritischer denkt und wie man seine Informationen woher holen kann. Es ist auch an den Leuten, um das den anderen beizubringen. Wichtig dabei ist aber auch wieder, dass auch die Digital Natives noch weiterhin, ich kann nicht sagen, an sich arbeiten, einfach nur um das imperative kritische Verständnis zur Mediennutzung, das muss vorhanden sein, das muss an andere Generationen weitergegeben werden. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die jedermann hat. Das ist die Aufgabe, die sich der Chaos Computer Club Luxemburg gestellt hat und auch noch verschiedene andere Institutionen und ich glaube auch politische Richtungen. Und wie soll ich sagen, jeder hat eigentlich die Aufgabe, anderen Wissen beizubringen, kritisches Denken zu ermöglichen und aufzuzeigen, wie man das überhaupt tut. Das ist eben die besondere Rolle, die auch von Digital Natives, den neueren Generationen, zusteht. Genau. Dann wären wir auch schon fast, oh, da fehlt Nespa Outliers. Da wären wir auch schon fast zum letzten Punkt angekommen. Das ist eine Szene aus dem Film Hackers. Und warum haben wir diese genommen? Beispielsweise, ich stelle mich jetzt kurz in den Vordergrund, soll jetzt aber nicht großartig ernst genommen werden. Ich wäre von der Schule geflogen, wenn ich nicht freiwillig gegangen wäre, da ich das Informationssystem lahmgelegt habe. Da jeder Informatikprofessor sagt, nee, das geht nicht. Und ich sage, doch, das geht. Und solche Beispiele gibt es zu Genüge. Sam hat auch ein
ja, ähnliches Erlebnis und wir kennen noch viele andere, die solche Erlebnisse hatten. Und da wiederum appellieren wir an unser Schulsystem. Leute, wenn ihr schon welche Leute habt, die irgendetwas mit der Technologie anfangen können, dann schickt sie doch nicht aufs Schiff. Das heißt, was wir tun sollten, wäre, wir sollten diese Menschen, diese Schüler, diese Personen nehmen, die etwas mit der Technik Kreatives anfangen können und diese nur noch mehr fördern. Und da versagt das System auf vollem Niveau, denn alle diese Personen, die zumindest in Luxemburg irgendwie Schwierigkeiten im Schulsystem hatten, aufgrund von ihrer technischen Begabung, haben irgendwie heute den Chaos Computer Club in Luxemburg gegründet, haben den Hackerspace gegründet und sitzen alle auf einer freien Universität, Fernstudium zu machen, dass sie hier keine Chance hatten. So, das heißt, diese Personen wurden irgendwie vergessen und das zeigt, dass unser System lückenhaft ist und das System vergisst Menschen, die einfach mit der Technik super umgehen können und die diese auch auf andere Weise einsetzen können, aber nicht immer gewünscht von staatlicher Seite aus. Und deshalb wäre das auch ein Appell zur Medienkompetenz, gehört auch dazu, Ausnahmen in jegliche Richtung mit aufzunehmen, mit zu integrieren und auf jeden Fall zu fördern. So.